Schallämmchen, Freunde! Schallämmchen, Freunde der gescheiterten Tuning-Umbauprojekte. Naja, letzten Video habt ihr gesehen, wie man das Dashboard tauscht. War tatsächlich komplizierter als gedacht. Ist für euch interessant, falls ihr mal irgendwie ein Problem am Dashboard habt, ihr habt, ist Wasser reingelaufen etc. Dann kann man ruhig mal ein Dashboard tauschen. Für Tuning eher uninteressant. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn das jetzt funktioniert, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir hier gleich mit einem schöneren Scooter hier rausgehen, ob wir das Ding im Shop anbieten sollen bei uns oder lohnt sich nicht. Das ist die Frage. Aber wir fangen auch direkt mal an, das Ding schneller zu machen. Ich bin gespannt, wo wir gleich rausholen werden. Ja, also Dashboard-Tuning habt ihr in der letzten Folge da gestern gesehen. War relativ einfach, aber für einen Dashboard-Tausch war es kompliziert. Sonst sind einfach nur zwei Stecker und fertig. Hier war es jetzt doch ein bisschen fummelig. Aber halt mal kurz. Aber, funktioniert aber es war halt trotzdem halt einfach. Also das kriegt jeder von euch hin. Es ist vielleicht 15 Minuten statt 5. Aber wichtig ist, ihr braucht auf jeden Fall die Torx-Sicherheitsschrauben. Die verlinken wir nochmal. Ja, ganz die wichtig. Die hatten wir selbst nicht gehabt. Ja, beim ersten Mal hatten wir sie gar nicht. Und bei diesem Versuch, den wir jetzt hier haben, wollten wir eigentlich bei Manuel das Video machen. Jetzt sind wir extra nochmal wieder hierhin gefahren, weil naja, bei Manuel jetzt keine Sicherheitstorx-Geräte lagen. Und für die komplette untere Seite brauchen wir das auch. Aber die sehen mir ein bisschen größer aus. Das ist schon mal gut. Ja, die sind größer. Die sind doch nicht so lang. Aha. Die packen wir mal eben hier rein. So, diese Klappe hier wirkt sehr solide. Oha. Also, die fühlt sich extrem hochwertig an, dafür, dass es aus Plastik ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist hochwertiges Plastik. Das ist besseres Plastik. Das Problem ist wirklich, wenn ihr 30 werdet. Also wir sind beide ziemlich zeitgleich 30 geworden und dann, ja, wir haben merkst abgesprochen. So, dann merkst du so langsam, geht der Verfall los. Na, wir haben uns damals mit 18 beide so vorgenommen, jo, lass mal mit 30 nicht mehr arbeiten und reich sein. Ja. Hat noch nicht ganz funktionierend, deswegen abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Vielleicht schaffen wir das, bis wir 31 sind. Aber wir haben nicht gesagt, bis zum 30. Geburtstag. Wir haben nur gesagt, mit 30 wollen wir beide nicht mehr arbeiten und reich sein. Können wir noch schaffen, ihr seid gefragt. Aber guck mal, so stelle ich mir eine Dichtung vor. Hier schön von außen auf das Ding geklebt. Ja. So, das Ding müssen wir jetzt tauschen. Hier ist das interne Ladegerät. Ihr habt ja hier diesen ganz normalen Stecker, der kommt da rein. Dass die das auch hingekriegt haben mit so viel, also so mit dem Platz so viel reinzubringen, mit integriertem Ladesystem und einem Backakku und also. Ja, also wir machen mal hier nicht hingekriegt. Den Scheiß hier ab, der länger als gedacht war. Machen wir erstmal hier die ganzen Stecker ab. Die gehen auf jeden Fall einfacher los als da vom Dashboard, da sind die auch nicht festgeklebt. Ja, deutlich einfacher. So, jetzt haben wir hier unten Imbusdinger drin. Die sollen uns mal einen Meisterdeal ausstellen. Können wir uns ja kaufen, ist nicht so teuer. Da ist der Controller. So, da seid ihr am besten ein bisschen vorsichtig. Und dann habt ihr das Ding ja auch schon draußen. Ich bin mal gespannt, ob der Controller genauso aussieht, wie der Controller aussieht. So, als allererstes machen wir hier den Akku ab. Das blaue hier, falls ihr euch fragt, was das ist ein Wärmeleitpad. Guck mal hier, Warning. Steht da? Wieso hier? Das ist ja für die Motorphasen. Achso, wenn das gebrochen ist, dann keine Garantie. Also bis jetzt noch alles gut. Oh mein Gott, die haben dazugelernt. Die haben es farblich markiert. Ey, yo, extra für Vollidioten wie uns. Die hat jedes Mal vergessen. So, machen wir die mal ab. So, den Scheiß haben wir auch ab. Das ist jetzt der sogenannte Controller. Hier steht so, Make, Ninebot. So, gemacht, Ninebot. Lass uns mal kurz vergleichen, ob die genau gleich aussehen. So, oder? Typ NB. Warte. Erstmal die Nummer. Die wird ja hier steht gar nichts drauf. Ja, ja, das ist mir schon, da waren wir schon fast klar. Also die Nummer ist. Bei dem oberen ist F4253. Und bei dem unteren ist F2853. Also oben ist 4200, unten ist 2800. Ansonsten optisch sieht der erstmal genau gleich aus. Ich weiß mal, ich guck mal, welcher stabiler ist. So, das ist ein bisschen nervig. Wir müssen hier die Schrauben von dem Controller aus der Seite rausholen. Das ist diese Halterung, damit wir den gleich wieder festschrauben können. Hätten die ruhig mal mitliefern können, die Penner. Ja, ist echt so. Aber gut, hat man ja auch dabei. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem ein bisschen, dramatisch. Man wird versucht, die halt immer zu geiern. So. Okay, Freunde. Jetzt bauen wir den ganzen Kack wieder zusammen. Als allererstes
kommt der Controller da rein. Stecken wir mal. Natürlich nicht gemerkt, wo da dran kam, aber ich glaube, die passen alle nur so, wie sie passen. Das heißt, wir probieren einfach mal den hier reinzustecken. Also das Zusammenbauen scheint wirklich sehr einfach zu sein. Das ist schon mal ziemlich gut. Das heißt, ihr müsst euch theoretisch gar nichts merken. Wo ist der denn nun? Ach, den brauchen wir nicht. Der kommt gleich erst. Der ist hier. Achso, der Erdung oder was? Ja. Deswegen sag ich ja, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Falls mal ein Blitz einschlägt. Als ob so das Ding dann protected. Stehst du auf dem Ding drauf. So vermutlich noch so eine Badehose oder so. So, oh, ich war doch geerdet. Thomas, die kleine Lokomotive. Eigentlich sieht das voll groß, oder? Ich meine, hast du schon mal eine kleine Lokomotive gesehen? Jetzt mal for real. Also, ja, also Kinderlok. Ja, aber ich meine so eine, die wirklich auf so einem genormten Schienending fährt. Kommt drauf an, wenn du ein Riese bist, dann vielleicht nicht. Aber ich bin kein Riese, leider. Ja, so wer übelst kacke. Ich war echt kacke. So, gäb nur einen dann. Wo willst du chillen? Bräuchst du übelst riesiges Haus? Ja, wer will dir das selber bauen? Ne? Ja, aber womit? Obwohl, wenn du ein Riese bist, kannst du einfach deine Untertanen nicht bauen lassen. Ja, aber ich sag mal so eine AK macht einen Riesen kaputt. Selbst wenn jetzt 10 Meter groß wärst, kriegt ein Headshot, ist ein Headshot. Also du wärst instant down. Das ist genauso, wenn Dinos jetzt nach irgendwo hinkommen würden. Selbst wenn die nach Deutschland kommen würden, so 100 T-Rex in Berlin, die wären in einer Stunde wären die weg, Alter. Ja. Weißt du, die weggeschreddert werden würden, da wären nachher nur noch Matsche von denen übrig. Bei Jurassic Park tun die so, als ob das so übelstes Szenario wäre. Bei Jurassic Park ja auch, die Raptoren, die auf den Laser reagieren, macht auch gar keinen Sinn. Du musst mit dem Laser auf den Typen zielen und dann wird der von dem Raptor gekillt. Ja. Aber wenn du mit einem Laser auf den Typen zielst und der Laser ist an der Knarre befestigt, dann kannst du ihn einfach abknallen. So, weißt du, das macht gar keinen Sinn. Warum sollst man dem so einen Raptor auf den Hals setzen? Und auch der Raptor kriegt einen Shot und er liegt. Lassen 2-3 sein, aber trotzdem, der liegt. Macht gar keinen Sinn. Ja, Freunde, wir haben es gerade kurz gefailt. Ihr müsst euch vorher eure Seriennummer aufschreiben. Wie kommt ihr an die Seriennummer? Ganz einfach, ladet euch im Xerodash runter. Also so haben wir es jetzt gemacht. Hier bei Seriennummer habt ihr dann die Seriennummer. Die Originale, die ihr ändern müsst, sieht ein bisschen anders aus. Und ihr ändert gleich folgende Aspekte. Ihr habt bei eurer Seriennummer einen 0G1ZA stehen und ersetzt das durch 0G1XA. Das Z ersetzt einfach nur durch ein X. Ist ja ziemlich simpel. Und wie machen wir das? Wir haben jetzt quasi den neuen Controller wieder dran und müssen jetzt die alte Seriennummer verändert da eingeben. Das machen wir, indem wir dann einfach auf Change Scooter Region klicken, Custom Serial. Region. Region. So, jetzt haben wir hier NARC, aber NARC ist natürlich falsch. 01 G, dann in dem Fall X. Das war keine Telefonnummer. A, 2, 3, 1, 3, C, 1, 2, 8, 3. Okay. Ja, Freunde, wir haben jetzt hier alles umgebaut und haben alles eingerichtet. Das habt ihr gerade gesehen mit der Seriennummer. Ihr müsst sie definitiv so ändern und dann klickt ihr einfach auf Change Region. Dann steht da, ja, kann sein, dass nur 20 km/h fährt, tut aber nicht. Ändert einfach das Z zu einem X bei eurer alten Seriennummer und fertig. Jetzt gucken wir uns das ganze Spiel hier mal an. Ich mache hier mal kurz eine Bildschirmaufnahme. Wir haben uns jetzt hier mit der originalen Ninebot-App angemeldet. Ihr braucht euch keinen neuen Account erstellen. Ihr könnt einfach euren ganz normalen Ninebot-Account nehmen. Der will ein Update machen, aber ihr habt ja einen US-Controller, das heißt, ihr könnt euer Update ruhig machen. So, jetzt können wir uns das mal angucken hier. Wie ihr sagt, jetzt schon hier 45 Kilometer Reichweite, hier steht jetzt ein P auf dem Bildschirm, aber dreh mal nur ganz, also gib mal Gas. Wieder abgehen. Ihr könnt schon sehen, 32 km/h und Tempomat. Heißt, wir haben jetzt 32 km/h und ein Tempomat. Und jetzt denkt ihr euch, ja, ist doch kacke, das Rücklicht blinkt doch. Einmal Rücklichtfilm. Nö, wir haben eine ganz normale Bremslichtfunktion, wie auch sonst. Und wie das funktioniert, ihr klickt einfach hier unten auf weitere Funktionen. So, dann klickt ihr auf Spritztour-Modus. Spritzt du? Das ist Tempomat. Das ist nämlich geil. Jetzt haben wir hier erstmal Aktivierung durch Drücken der Fahrtrichter. Quasi während der Fahrt wird Cruise Control aktiviert, also Cruise Modus, also Tempomat aktiviert, wenn der Fahrer den Fahrtrichtungsanzeiger länger als 3 Sekunden gedrückt hält, wobei der Summer einen leisen Piepton abgibt und das Cruise Control Symbol aufleuchtet. Hat gerade bei uns nicht funktioniert. Wir haben einfach hier Standard 5 Sekunden halten gemacht.
Kann sein, dass es funktioniert, oder wir waren gerade zu blöd dafür. Die App ist eigentlich jetzt richtig geil. Ja, hier haben wir Startgeschwindigkeit. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben es jetzt mal auf 0 gemacht. Jetzt haben wir hier benutzerdefinierte Einstellungen für den Sportmodus. Ihr könnt ja jetzt die kmh-Anzahl einstellen. Das heißt, ihr sagt euch quasi jetzt, pass auf, ich will jetzt wieder legit fahren. Dann fahrt, also es ist nicht legit, nicht falsch verstehen, aber gib mal Gas. 22 km/h, aber 22 km/h, achte gleich mit Tempomat und allem. So, und das ist natürlich ganz nice. Das heißt, ihr könnt einfach hier umstellen. Und jetzt, Freunde, zeige ich mal was anderes. Wenn ihr hier oben auf Sportmodus klickt, könnt ihr die km/h-Anzahl noch weiter einstellen. Und ihr könnt hier auch Beschleunigungseinstellungen auf maximale Geschwindigkeit stellen. Und jetzt gibt man nochmal Gas. Und jetzt sehen wir schon. Warum ist das für Deutschland nicht? Warum gibt er nicht maximal? Also ich meine, klar, dass man nicht schneller als 22 fährt, aber die Kraft, die jetzt noch mehr aus dem Controller rausgeholt wird, ist schon. Ja, also 35 km/h, ihr seht's. Und 35 fährt jetzt? 35, ja. Muss ich mal kurz mal abfilmen. Das ist Top Speed. Die Frage ist, an die Community, weiß jemand, wofür dieser Switch hier ist? Da steht einfach nur on. 1 und 2. Da sind zwei Switches drin. Deswegen. Ah, jetzt macht alles einen Sinn. Die musst du dann auch da rein tun. Wir bauen den ganzen Scheiß jetzt mal wieder zusammen. Und sehen uns gleich mal ganz kurz. Ja, Freunde, wir haben jetzt hier alles fertig. Hier steht jetzt ein P auf dem Bildschirm. Das ist, wenn der Roller kurz steht, geht der in den P-Modus. Ihr könnt dann einfach leicht ankicken, wirklich nur so ein Kram reicht. Beschleunigen. Guck hier, wieder abgehen. Mach mal runter. Weil du kannst bis 0 gehen. Dann ja, du kannst bis 0 gehen und sobald du, guck mal, wenn ich jetzt wieder Gas gebe, kommt er sofort wieder. Direkt 35. Wenn ihr jetzt ein bisschen wartet, geht der in den P-Modus. Können wir mal gucken, wie lange das vielleicht ist. Parking-Modus. Ja, das ist quasi so, ja, jetzt, dann piept der einmal, dann könnt ihr kein Gas mehr geben. Sobald ihr ihn aber einmal wieder ankickt, geht der Parking-Modus raus. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich die beste Zero-Start-Möglichkeit ja. ever. Ja. So, jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz, wie das Ganze hier, was der Vorteil daran ist. Also, Freunde. Ihr fahrt jetzt durch die Gegend über euer Privatgelände und denkt euch so, boah, hab ich Bock 35. Doch plötzlich, euer Nachbar Rüdiger ist heute blau-silber angezogen und hält euch auf eurem Privatgrundstück an und sagt, yo, Mehmet, wie sieht's aus? Lass mich doch mal eine Runde fahren. Und ihr sagt, ja, lass mal lieber. Und dann überredet ihr euch doch und dann lasst ihr euch doch breitschlagen und dann gebt ihr ihm den Scooter. Ich hab schon wieder vergessen, wie ist der Nachbar? Rüdiger. Rüdiger. So, und dann fährt Rüdiger los und plötzlich... Steht da ein P. 22. 22. Easy. Also Freunde, ihr habt es ja schon gesehen, haben wir gerade gezeigt. Ihr habt hier einen Schieberegler, ähnlich wie das dann bei so VMAX der Fall ist. So, den könnt ihr dann einfach auf 22 stellen oder auf 35. Und der reguliert auch live. Das ist live. Das heißt, theoretisch klatscht ihr euch hier eine Handyhalterung dran, lasst die App offen und wenn ihr dann irgendwie, ne, ihr wisst Bescheid und dann jalla Abfahrt und hier dann ein bisschen so der Vorsichtige. Film mal beides gleichzeitig. Und dann, wenn man... Warte. Ein und... Zwei. Legal auf deutschen Straßen. Ab geht's! Und Tempomat. Und Tempomat. Gut, Freunde. Das habt ihr jetzt gesehen, wie das funktioniert. Ich denke, da kann man auf jeden Fall mal einen Sub da lassen, oder? Das war jetzt schon wieder echt ganz Tag Arbeit. Wir sind übelst durch die Linke gefahren, weil wir es vergessen haben. Über 10 Uhr schon, also abends. Ja. Nicht morgens. Kann ich mir gerne was anhören. So, zu Freunden haben gesagt, dauert nicht lang, ich bin eine halbe Stunde weg. War um 18 Uhr. Du bist eine halbe Stunde, wenn ich da hier. Ja, so ungefähr, ey. Naja, gut, Freunde. Abonniert auf jeden Fall den Kanal für den ganzen Mist hier. Wäre nett. Ist E-Scooter-Tuning erlaubt? Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Ansas-Nutzer, die ich übersetzt habe. Ja, wenn sie gut genug sind. Siehste? Und ich in denke dem mal, Fall. Das ist doch gut genug, oder, Freunde? Da kann man doch was machen. Ist da wirklich gut genug? So. Naja, gut, Freunde. Auf jeden Fall, für diese Controller. Ich weiß, dass man die als Privatperson schwierig kriegen kann, hier mit AliExpress 10 Jahre liefern und was weiß ich was. Wir müssen mal schauen, ob wir die bei uns in diesen Shop aufnehmen. Wenn das der Fall sein sollte, dann werden wir unter diesem Video hier noch einen Link posten. Aber da müssen wir morgen oder müssen wir halt die Resonanz abwarten von euch. Da können wir jetzt noch nichts zu sagen. Vielleicht hat das Ding auch keiner oder vielleicht keine Ahnung. Also, werden wir uns drum kümmern. Wenn ihr sagt, kümmert euch drum. Ansonsten reicht das eigentlich. Wie der Scooter sich jetzt wieder aufgewertet hat. Das ist schon krass. Jetzt hat Visa so ein 1S-Ding. Ja.
Jetzt heißt es nur noch auf Xero, der schon so warten. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Die gehen wahrscheinlich jetzt schon unnormal ab. Vor allem habt ihr Tempomat, alles. Alles drin. Alles drin. Alles, was wir wollen, alles. Freunde. Alles, was wir brauchen. Und wir brauchen auf jeden Fall eure Unterstützung. Ja. Deswegen lasst ein Abo und ein Like da, wie immer. Ist gerade eine Folie drauf. Ist sogar noch neu. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Und bis dann.